Weiter geht es mit Anleitungen von Karten, die was können. Heute gibt es eine Pop-up-Panel-Card. Die habe ich vor einiger Zeit schon mal gezeigt. Heute zeige ich eine Karte im Hochformat und mit einem neuen Produktpaket aus dem Jahreskatalog von Stampin' Up. Vogelhäuschen heißt das. Ja, und was ich mir da überlegt habe, das kommt jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und zeige dir wieder mal Kartenfalltechniken. Karten, die was können, Pop-up-Karten, Funfold-Karten, heute eine Pop-up-Card, die Pop-up-Panel-Card, Hochformat, damit meine ich, so rum kann ich sie aufmachen. Hier, die ist noch nicht innen ausgestaltet, die ist auch schon eine Weile her und irgendwie liegen geblieben. Zum Geburtstag ist die gedacht, diese hier. Im Querformat, ich glaube, die ist sogar vom Stempel-Nerd, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Heute gibt es also eine mit dem Vogelhäuschen aus dem neuen Jahreskatalog. Wir versuchen immer so einfach wie möglich zu basteln. Ich habe mir aber mal aus dem Katalog auf der Seite 22, weil ich gerade bei einer Challenge mitmache, die Challenge von Judith vom Stempelkuss, 22 from page 22, also 22 verschiedene Layouts oder Kartendesigns auf der Seite 22 im Jahreskatalog. Und wir haben es fast geschafft. Wir sind jetzt schon im Endspurt hier hinten. Dieses hier, Tag 26. Heute, wo ich das Video zeige, ist der Tag 26, der 26. Mai. Ja, diese Idee habe ich mir überlegt und so ein Layout, das kann man ja immer abwandeln in alle Richtungen. Und ich dachte mir, das baue ich da einfach auf meine Pop-up-Panel-Card drauf. Dieses Paket Vogelhäuschen hat so viele Elemente. Ich glaube, ich mache mal wieder eine Umfrage. Was wollt ihr als nächstes für ein Produktpaket mit vielen Ideen sehen? Dann könnt ihr zwischen diesem und vielleicht noch zwei anderen wählen. Schaut da immer mal auf meinen Kanal. Lohnt sich zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Natürlich immer auf die Glocke klicken, sonst verpasst man schon was. Okay, Umfrage seht ihr da unter Community. Und dann könnt ihr euch mitbeteiligen und das Programm, was ich zeige, mitgestalten. Das ist wie im Fernsehen. Okay, geht los. Sonntag, da habe ich immer mein Käffchen dabei. Aber ich will ja gar nicht so viel quatschen. Eine Grundkarte brauchst du und ich sage jetzt mal zum Anfang einige Maße. Und zwischendurch wiederhole ich die und auf meiner Website findet ihr sie dann auch. Die Grundkarte ist 10,5 x 29,7 cm. Das heißt, du kannst aus einem A4-Blatt zwei Grundkarten basteln. Würde ich auch machen. Und die weiteren Teile dann aus dem nächsten Blatt. Außerdem Designerpapier für innen in 10 x 14,3 cm. Da entscheiden wir dann zusammen, ob so rum oder andersrum, wie bunt wir es haben wollen. Das ist die Grundkarte. Hier seht ihr, habe ich vorne keine weitere Auflage genommen. Das erkläre ich gleich, wie ich das gemacht habe. Für die Mechanik brauchen wir dieses kleine Stück, das ist 6 x 20 cm, könnte man noch variieren, ich bleibe aber mal auf dieser Größe und wie wir das nachher falzen, das zeige ich euch dann. Für die weitere Mechanik, sprich für dieses Leporello innen oder die Darstellung der Bilder meiner kleinen Motive, brauchen wir ein großes Stück. Ich habe jetzt gewählt die Maße, Moment, 26 x 9 cm, weil es doch für mich, ich wollte sie ziemlich groß haben. Ich habe innen so eine Gestaltung vor Augen, habe ich noch nicht ausprobiert. Brauche ein bisschen mehr Fläche, kann ein bisschen Himmel ergeben. Wir schauen mal, ob das klappt und ob das wirklich so gut aussieht, wie ich denke. Okay, dann brauchen wir viermal eine Mattung, das heißt Farbkarton farblich abgesetzt zu meiner weißen Auflage. Dann am Ende, da habe ich 6 mal 8,5 cm gewählt. Ich lege euch das schon mal so hin, damit man sich das gut vorstellen kann. Das liegt nämlich hier so einfach drauf und dann kriegt das Ganze auch so eine Idee, wie es am Ende wird. Und 4 mal 5,5 mal 8 cm. Ihr seht schon, meine Mattungen sind immer im Ganzen 5 mm kleiner. Das heißt 2,5 mm links und rechts, oben und unten als Rand. So sieht das am Ende aus. Das müssen wir gleich weiter vorbereiten. Ja, und dann geht es einfach los und der Rest ist Ausgestaltung. Falls ich was vergessen habe, fragt einfach nach. Ich schaue mir das jetzt hier schon mal an, erkläre euch aber erstmal, wie ich das gemacht habe. Ich kann genauso, wie ich eine Prägeform einlege für eine ganze Fläche, meine Prägeform so anpassen, dass sie hier endet und dann eben nur bis hier durchdrehen. Ich habe in dem Fall Tatsache erstmal nur geprägt, diese Vorderfront und bin dann mit meinem Stempelkissen, das war hier dann Savanne. Mit Savanne
man ganz locker hier einfach vorne drüber gegangen und habe gewischt und schon habe ich die Kanten da sichtbar. Und das Motiv kommt einfach weiter raus. Beim Prägen kann man verschiedene Reihenfolgen und Varianten nutzen. Hier finde ich es so rum am passendsten. Das Vogelhaus habe ich auch schon gestempelt und ausgestanzt. Hier habe ich es dann einfach bei dem, seht ihr ja, ich habe es auch geprägt und da habe ich den Prägefolder eingestrichen. Genau, das habe ich also auch schon fertig. Kann man noch schöner machen, kann man auch bunt anmalen. Und dann habe ich das Designerpapier aus dem Landhausglück, müsste das sein, in Streifen. Dieses eine Motiv habe ich mir schmale Streifen geschnitten, weil ihr erinnert euch, ich möchte ja dieses Motiv haben, also nach dem Layout von dem von der Seite 22 aus dem Jahreskatalog. Das werde ich nachher hier draufsetzen und dann werde ich die kleinen Piepmätze, die Vögel, ausstempeln, stanzen und kolorieren. Und das machen wir gleich. Die brauche ich für außen und für innen. Und die habe ich schon hier. So, der Titel ist klar, was ich innen rein auf mein Panel, auf meine Faltflächen da baue, das sehen wir dann. Um die Mechanik zu bauen, gehe ich also nach innen und ich habe auch schon entschieden, es wird Tatsache bunt. Ich klebe hier innen rein mein Designerpapier, 10 x 14,3 cm, wir erinnern uns, die farbige Seite nach außen, weil ich durch diesen blauen Rand und den Himmel, den ich nachher wischen werde, ich wische einen Himmel, das Innen auch fertig ausgestalten möchte. So, also habe ich genug Blau, das war eigentlich das Ende vom Text. Mann, Mann, Mann. Merkt ihr das? Im Moment drehe ich nicht ganz so viele Videos wie sonst. Das liegt einfach an dem, was ich sonst noch so im Ringsrum zu tun habe. Was ja auch schön ist, wenn ich viel zu tun habe. Ist immer gut. Aber deswegen ist das mit den Videodrehen nicht so ganz in der Routine wie sonst. Aber das stört uns ja nicht so sehr. Wir werden uns schon wieder reinfinden. Vielleicht vermisst ihr im Moment auch einige Anleitung, die ich euch versprochen habe. Irgendwann kommt das alles. Ich kämpfe im Moment schon mit meiner großen To-Do-Liste, was ich alles zeigen möchte und was ich am Ende dann wohl schaffen werde. So, wir schauen mal, dass wir das hier schön sauber reinkriegen. Das geht so. So ist das innen. Und jetzt geht es schon an die Mechanik. Das Stück 20 mal. Jetzt suche ich mein Geoteil weg. Ich suche schon wieder was. Das Stück 20 mal 6 cm. Wie gesagt, ihr könnt euch das variieren. Also da seid ihr frank und frei. Da brauche ich Diagonale. Und zwar habe ich einmal erstmal mittig eine Falzlinie von den 6 cm praktisch bei 3 cm gezogen und die 20 cm mittig bei 10 geteilt. Jetzt suche ich mir mein Falzbein. Das ist wie immer, wenn ich durch die Gegend ziehe und überall was mache, dann sind die Sachen auch überall verteilt. So, jetzt habe ich hier in der Mitte das Kreuz. Also senkrecht und jetzt brauche ich Diagonalen, die genau das Kreuz in der Mitte durchlaufen. Könnte ich mir anmalen. Könnte ich aber auch einfach mal mein Geodreieck nehmen. Wofür haben wir das eigentlich? Und hier die 45 Grad Winkel. Den 45 Grad Winkel anlegen und einzeichnen und schon passt das. Wir können das natürlich auch ganz anders falten. Wir können es auch ohne Linie einfach rumfalten. Wir falten es um. Ich, wie gesagt, falte das jetzt mal links und rechts und hoch und runter und das noch da und das noch dort und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So ist hier die Spitze und jetzt seht ihr schon, schöne Sache, sieht aus wie ein Haus, wäre gleich die Hauskarte. Ich falte es noch flach und wir müssen jetzt die Mechanik gleich noch mal umfalten und nämlich jetzt, so ist unser Haus, nicht da so. So brauchen wir es hier nicht, sondern wir klappen die Seite nach da und die nach dort. Dann haben wir hier unser schönes Dreieck mit dem rechten Winkel oben und den 45 Grad schräge. Dann schauen wir noch mal, ob wir uns hier um einen halben Millimeter vermessen haben. Das kürze ich dann einfach das Bein ein. Ist aber nicht dramatisch. Und wenn ich einmal mit der Schere da bin, schneide ich hier die Spitze ab. Warum? Ja, warum? Damit die nachher nicht klemmt. So, und dann bin ich da derjenige, wie ihr wisst, mit dem doppelseitigen Abreißklebeband, ihr wisst, da bin ich Fan von. Und diese Fläche und die Fläche auf der Rückseite werde ich jetzt damit komplett belegen. Ich nehme die Spitze und wenn ich die erste habe, dann kann ich die schon wieder weiter anlegen. Die 45 Grad diagonal geschnitten hier. So lange, bis ich fast oben bin.
man kann diese Mechanik, wie gesagt, auch kleiner machen. Alles kein Thema, umgedreht auf der anderen Seite genauso. Das ist auch eine Mechanik, die könnt ihr an ganz vielen anderen Stellen für witzige Karten einsetzen. Einfach mal ausprobieren, wo man mit diesen Klappfeldern, die hier gleich entstehen, diese Pop-up-Flächen, also Flächen, wo was rauspoppt, weiterverwenden kann. Soweit habe ich das erstmal bearbeitet. Das lege ich mir hier hin. Dann nehme ich das Panel, das Stück für das Panel. Das ist ja 26 cm. Und das teilen wir durch 4. Also wir wollen 4 Felder haben. Das heißt, wir brauchen Falzlinien bei 6,5. Ja, Falzlinien, das heißt, wir schneiden es uns nochmal. Brauchen wir für was anderes. Aber wir holen uns nochmal ein Stück Papier in der Wanne. Angela spricht und nicht denkt. Also wir schneiden es nochmal auf 9 mal 26 cm. Also 9 mal 26 cm. Warum habe ich es so rumgeschnitten? Weil sonst passt es nicht drauf. Genau. Und aus dem Rest wird nochmal eine Karte aus dem anderen Stück. 9 mal 26 cm. Jetzt aus Angelas Fehlern lernen. Die Schneideklinge weit nach oben und die Falzklinge wird arbeiten bei 6,5. Das brauchen wir ja doch nochmal bei 6,5. Bei 13. Bei 19,5. Und das letzte ist dann wieder 6,5 bis 26. Genau. Jetzt mittig falten. Dieses nach vorne falten und dieses darum falten. So sieht das aus. So wollen wir es nachher klappen. Wir können unsere Mattungen komplett schon einkleben und dann nachher das andere gestalten. So, wir versuchen es nochmal mit Flüssigkleber, wenn das Video an ist. Irgendwann muss es ja mal klappen. Ja, ich streiche das erste ein und ihr kennt das ja schon. Jeder spart gern. Nimmt den Kleber, nimmt ihn ab und teilt es auf 2. Geht das für mich schneller, aber wenn ihr Zeit habt und das gerne klebt, dann macht das schön einzeln. Das mache ich mit dem nächsten auch nochmal. Dann muss ich so oft hier rumschmieren und setze das da drauf. Und der Kleber, da er nicht jetzt große Gewichte halten muss, reicht dann so auch völlig. So, und das letzte drauf. Und dann ein kleiner Tipp. Natürlich könnte man jetzt auch schon, wenn man es gestaltet hat, die 4 Motive draufsetzen. Da aber die Gefahr besteht, dass es falsch rum wird, machen wir es lieber später. So, okay. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich schiebe hier schon mal was ineinander und ihr könnt euch das schon mal denken. Genau, so muss es aufgefaltet werden. Und jetzt falten wir es wieder zu. Da ist es ja nachher eingeklebt. Das heißt, unser Element setzen wir so dazwischen. Was wieder heißt, wir kleben es hier gleich rein, dass es nicht rausguckt, dass es nachher gut sitzt, dass es sich in der Mitte gut auffaltet. Werden wir das einfach mal ausprobieren. So muss es nachher flach liegen. So wäre super, ne? Dann kann man es auch komplett flach falten. Das heißt, wir mitteln uns das hier aus, nehmen den Bleistift und setzen uns da und da eine kleine Linie. Und der Rest ist Augenmaß. Okay. So, wieder rumgefaltet, wieder rangelegt. Dann auf diese Seite des Beinchens wieder. Muss ja immer mal drehen, sonst geht nämlich der Bildschirm weg, wenn mein Computer in den Sparmodus geht. Hier kommt Klebefläche und einmal komplett rumgedreht kommt hier Klebefläche aufs andere Bein. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie wir uns das denken, weil die Ideen zu den Karten, die sind meistens schon Wochen vorher gekommen. Und wann ich das mal ausprobiert habe, ja, wie gesagt, das ist dann eben Wochen vorher eine Zeit her. Das hier ist meine Hilfslinie. Ich gehe nicht weiter rüber. Ich gucke nochmal, ob das passt. Das wird auch komplett gleich versteckt werden. Und dann schaue ich, dass ich das noch mittig hinkriege. Auch dafür ziehe ich mir durchaus hier nochmal einen Bleistift. Dann wird die eine Seite passen. Die klebe ich zuerst, dann klebe ich die andere Seite, dann klebe ich es eben rein und dann steht die Mechanik. Okay, also hier vorne rein. Winklig gerade und hast du nicht gesehen, da schon mal bündig, aber nicht ganz rüber. Hier ist meine Linie. Mittig wird es dann kommen. W
winklig, habe ich ja gesagt. Ich hoffe, es ist gerade. Ihr seht das garantiert besser als ich, vor allem wenn ihr so von oben drauf schaut. Ich schaue jetzt immer so zur Seite rüber, um zu sehen, was ihr seht. Und das ist immer so ein doppeltes Arbeiten. So, jetzt hier ist wieder meine Linie. Daran. Wunderbar. So muss es aussehen. Genau. So wird es sich gleich falten, kann sich flach legen. Große Fläche haben wir. Das setzen wir jetzt hier rein. Hier ist noch die Spitze und ihr ahnt es schon, auch ich werde jetzt nochmal Flüssigkleber benutzen an der Spitze vorne, damit das wirklich richtig komplett vollflächig klebt. Nicht viel, aber so ein kleines bisschen noch. Dann setze ich das so rum zuerst mittig ein, ausgemittelt hier drüben links und rechts, oben und unten. Hier an der Kante ein kleines Stück mehr von der Kante weg, entweder etwa 0,5 rangeschoben. Und dann passt das. So, die eine Seite und jetzt die andere Seite, die Klebeschutzfolien abziehen. So, wir haben dann glaube ich noch genug Zeit zum Ausgestalten, hoffen wir mal. Ja, wer sich die Challenge angucken will zu den 22 Layouts, sollte auf Instagram schauen und es machen Tatsache über 100 Leute mit. Ganz tolle Aktion. So, es hält und jetzt falten wir auf und seht ihr, wie von Zauberhand, wie von selber geht das. Und dass es dann flüssig hier um die Ecke geht, das ist nur eine Sache von dreimal machen und läuft das. Jetzt nehme ich nochmal mein Falzbein und schaue, dass dieses Dreieck hier wirklich an beiden Seiten gut klebt. Und dann falze ich es rum. Wenn mich irgendwas stört, könnte ich hier die Ecken noch abschneiden, wobei sie stören nicht. Also lasse ich sie dran. So, dann geht es schon vorne los. Ich lege meine Hölzer auf, die ich mir aus dem Designerpapier geschnitten habe. Ich lege sie mal hinten noch schnell mit. Doppelseitigen. Das Vogelhäuschen werde ich mit Abstand kleben und einen Piepmatz da gleich rausschauen lassen. Geht gleich los mit dem Piepmatz. Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche Farben die hatten. Nochmal auf. Das wird etwas höher liegen. Ich glaube, ich setze das so ein kleines Stück hoch. Auch hier zuerst die Mitte. Genau. Dann kann ich immer noch mit dem Rest variieren. Etwas höher, dachte ich mir. So halt mittig, wie es geht. So, jetzt wieder nochmal mit meinem Vogelhaus testen. Das gleich auf Abstand sitzt. Ja, ich meine, ich will das. Ja, so wird das entschieden. An dem Vogelhaus. Es gibt Standsteile ohne Ende. Also man kann noch wesentlich mehr ausgestalten. Wie gesagt, wenn ich die Umfrage startet und ihr euch dieses Produktpaket aussucht, werdet ihr sehen, das ist eine never ending story. Man kann ja auch Elemente weglassen und das Ganze thematisch völlig anders ansiedeln. Also ohne die Piepmätze kann man auch viel machen. Nur das Haus nur stanzen, die Blumenelemente verwenden. Also da geht echt alles. So. Ich will hier gleich noch den Vogel reinsetzen und glaube ich setze da auch, ach ja, über die Farben haben wir noch nicht geredet, oder? Ja, Abendblau, ein Muss förmlich für mich manchmal. Dazu das neue Rosé oder Rose, wie auch immer, wie du möchtest. Und Aquamarin. Einfach mal ausprobieren, wie die zusammenpassen. Bin da von dem Holz hergekommen, von dem Landhausglück und fand das echt putzig, weil das Vogelhäuschen gehört ja auch, jetzt fällt es mir wieder ein, wie gesagt, das ist immer Etappen, wenn ich solche Sachen baue, gehört ja auch zu diesem großen Paket mit dem Landhausglück Designerpapier. So, Moment. Ja, merke, wenn man ein Blatt geprägt hat und dann doppelseitiges Abreißklebeband draufklebt, klebt es etwas schlechter. Ich baue den Mann hier raus, der guckt Tatsache so von innen raus. Finde ich ganz witzig, da sitzt er und da guckt er. Es wird ja die Geburtstagskarte, wo ich den Geburtstagsgruß unten hinsetze. Dann schiebe ich das mal so, dass man von den Elementen ganz gut sieht. Geburtstagsgruß kommt hier unten vorne ran. Ja, es ist eine etwas dickere Karte, also da sie sowieso, wenn ich die innen ausgestalte und bei der Menge Papier Chancen hat, über die 50 Gramm zu kommen, spätestens wenn ich noch Bling-Bling aufsetze, kann ich jetzt hier ein bisschen mit der Höhe arbeiten. Und wenn ich sie verschicke, muss ich sowieso die nächsthöhere Portoklasse zahlen. So, die setze ich ruhig hier unten hin, warum nicht? Man sieht das noch so ein bisschen, aber
Ja, so finde ich das ganz schicki. Und dann habe ich schon ein paar weitere Vögel. Die tanzen hier auch noch gleich an. Einer sitzt hier unten so ein wenig auf dem Schild. Und der andere hat sich's oben auf dem Dach bequem gemacht. So, der sitzt hier so. Sitzt da drauf, dahinter. Ich setze ihn so ein bisschen dahinter. Und dann gibt es Blumen, unterschiedliche. Ich habe mich hier für die farbigen entschieden. Da nehme ich hier meine Klebepunkte. Und die verteile ich hier vorne auch noch. Es gibt in dem Set einmal auch noch welche zum Stempeln. Und es gibt welche nur zum Stanzen und man kann es auch kombinieren. Man kann auch stempeln und dann aus stanzen. Also echt Möglichkeiten ohne Ende. Und hier mit dem Blümchen, soweit habe ich das halt schon vorbereitet. Aber wir wollen uns ja gleich noch mit innen rein was überlegen. Die gestanzten setze ich jetzt erstmal hier überall hin. Ne? So, also überall. Geht noch weiter wahrscheinlich später. Kommt sicher auch noch Bling Bling, das kennt ihr schon. Und das ist ja so, wenn ich eine Sache nicht komplett fertig bastel, sondern also auch keinen kompletten Prototypen habe, dann seid ihr praktisch live dabei, wie etwas gelingt oder eben nicht. So, die fünfte, weil Angela liebt es an der Stelle ja ungerade. Also machen wir das auch. Setzen wir jetzt hier unten hin. So, vorne drauf bin ich schon mal fertig und relativ zufrieden. Ein Geburtstagsgruß heißt eine Geburtstagskarte. Ist gerade, ist relativ gerade. Ich mag die Holzoptik schon sehr. Dann machen wir auf. Und hier innen rein habe ich mir jetzt was überlegt. Entweder, wie gesagt, funktioniert es oder nicht. Ich hole erstmal ein Schmierpapier. Und hoffe, dass ich jetzt einen schwarzen Stift habe. Auch das ganze Schmierpapier. Man hätte diese vier Elemente jetzt für dieses Motiv auch von vornherein zusammenlassen können. Aber ich habe sie ja schon auseinandergeschnitten. Werde jetzt meinen Blending-Pinsel nehmen und im oberen Bereich nicht mit viel, nur mit wenig etwas Himmel andeuten. So dezent. Ich muss ja immer wieder wischen. So. Gibt dann schon mal so einen Himmeleffekt. Dran denken, wenn man eine Räumlichkeit erzeugen möchte, dann schaut man sich mal draußen den Himmel an und das, was ganz weit weg ist, ist ja hell. Das, was über mir ist, ist dunkel. Das heißt aber gleichzeitig hier von der Gestaltung, das, was oben ist auf dem Blatt, muss dunkler sein und das hinten der Horizont dann eben heller. Okay. Viel Lärm um nichts, ich weiß, aber so nebenbei wollte ich es mal erwähnt haben, dass ich auch zu dieser Erkenntnis gekommen bin. So, jetzt ziehe ich das hier so rum. Und dann mal gucken, dass man nicht so einen dicken Klecks irgendwo hinkriegt, es sei denn, man möchte das oben noch mal ein bisschen dunkler machen. Kann man aber dran denken, wir haben ja auch den blauen Rand. Genau. Ja, was hat sie sich überlegt? Sie hat sich überlegt, also sie hat ja außen drauf schon Geburtstagsgruß stehen. Innen rein, weil das passiert mir immer, also brauche ich diese Karte echt auch am meisten. Hab deinen Geburtstag nicht vergessen, wollte ihn nur verlängern. Ja, also nicht wundern, falls ihr da auf meiner Liste mit Grüßen steht oder mir was geschickt habt und ich habe es wieder verpasst. Da kann manchmal immer noch was kommen. Also man kann wochenlang noch freudig überrascht zum Briefkasten rennen, weil man weiß es nie, wann mir das einfällt. Hab deinen Geburtstag nicht vergessen, wollte ihn nur verlängern. Wie gesagt, brauche ich ziemlich oft, leider. So. Und dann habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt Memento. Einige Piepmätze habe ich gestanzt und müsste ich noch kolorieren. Und einige gehen jetzt live aufs Objekt. Und von der Sache her ist es so, die schauen alle in eine Richtung. Genau, weil der Stempel ist so. Wir könnten sie auch spiegeln, aber geht auch so. Und zwar setzen wir jetzt hier einen hin. Hier unten einen hin. Jetzt muss ich echt aufpassen, wie verrückt. So, dann geht hier einer hin. Ich gucke mal, ob ich hier so einen überlappe. Das ist, sie probiert, ne? Ihr merkt es schon, sie probiert aus. Da kommt einer hin.
Und hier oben kommt noch einer hin. Und hier kommt auch noch einer hin. So. Sie machen sich echt fertig, die ganze Bande. Deckel. Hier drüben. Und jetzt würde ich meinen schwarzen Stift nehmen. Im besten Fall habe ich einen. Und würde so tun, als ob hier, ihr kennt das, ne? Diese, wie heißen die? Telegrafenmasten. Gibt es die noch so? Und das Volk sitzt hier einfach auf diesen Drähten. Kennt man ja auch in echt. Und macht einen auf Chili. Genau. So, das hier lang. Hier tun wir so, als ob. Hier gucken wir, dass wir safe wieder rauskommen. Und hier hinten geht es wieder ein bisschen hoch. Oh, da sitzt gerade so drauf, der Junge. Ne? So, und dann sitzen die praktisch in meiner Karte drin. Ja, und jetzt wird ausgestaltet. Ich hatte hier schon mal welche koloriert. Wisst ihr, wo meine Karte ist? Ja, die ist hier hinten. Haben wir noch ein bisschen Zeit, nicht mehr viel. Aber wir haben noch, ich koloriere noch mal ein bisschen. Ich gehe einfach mal so davon aus, dass sie oben etwas mehr Farbe abkriegen. Dann, die können ja auch alle verschieden laufen. Unten etwas weniger. Ich arbeite Tatsache im Moment mit dem Abendblau. Hol mir gleich noch den Verblender, also den Farbaufheller. Ja, die Stifte sind neu. Und sind echt noch so richtig gut. Ich habe hier so ein kleines Gelb geholt. Das hole ich mir auch mal schnell. Das könnte fast... Ne, es ist gelb. Ich nehme jetzt hier mal Wilder Weizen, weil der stand hier rum. Und der gehört auch in dieses Designerpapier mit dem Holz. Setze ich das mal hier unten so drauf. Ja, und ich denke mal, von der Karte und von dem Effekt ist das eigentlich ganz nett. Ne? Draußen drauf, die mit der Geburtstagskartulation kommen, das sind diejenigen, die schon mal das Ganze ankündigen. Und innen drin sitzen die Vögel, die das Geburtstagsständchen singen. Und wenn die das Geburtstagsständchen singen, dann fällt mir gleich noch ein anderes Stempelset ein. Und zwar zeige ich euch das gleich. Und Klänge von Herzen hier, ebenfalls im neuen Jahreskatalog. Und da steht ein Stempel, der heißt ohne Ton, aber von Herzen. Und den habe ich letztens bei einer anderen Karte schon verwendet. Moment, so viel Zeit muss sein. Hier, schaut mal. So eine kleine Rahmenkarte. Einen kleinen Rahmen, sagen wir mal so. Und da sitzt der Wolf und singt was und keiner hört es. Warum? Ton ist aus. So, jetzt nehmen wir das. Gucken mal, ob wir das gerade drauf kriegen. Sonst müssen wir das noch dreimal machen. Aber ich sehe schon, also ich bin mir sicher, ihr versteht das, was ich mit der Karte zeigen möchte. Und könnt sie dann, wenn ihr wollt, komplett nachbasteln. Wenn ihr sie sucht irgendwo, könnt ihr sie auch auf meinem Kanal finden. Hat gut geklappt. Ich bin zufrieden. Ohne Ton, aber von Herzen wird dann noch innen drin unten reingeklebt. Nämlich, Moment, setzen das jetzt mal hier drauf. Hier kommt das rein. Und das deute ich euch schon mal an, ehe ich hier fertig koloriere. Und da müsst ihr mir heute nicht zugucken. Ich habe mehrere Videos gemacht, wie man am besten gut kolorieren kann. So soll das Ganze am Ende aussehen. Und das ist dann meine Kartenidee für dich heute. Mein Sonntagsvideo. Ja, eine Pop-Up-Panel-Card, eine Pop-Up-Karte, die was kann. Du machst sie auf und es poppt was raus. Genau, Geburtstagskarte mit dem Set Vogelhäuschen und Landhausglück. Jo, das war's. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Fragen immer genommen. Kommentare natürlich auch. Und abonniere den Kanal. Schau in die Community. Irgendwann frage ich ganz bestimmt in den nächsten Tagen, was willst du als nächstes am liebsten sehen? Okay, ich freue mich. Bis bald. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Ideen.